Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Thimblecheck. Und ich habe euch heute eine weitere Fotobuchseite mitgebracht. Wir basteln heute zusammen und zwar basteln wir etwas für die Kleine, beziehungsweise mit der, nein, das ist ganz doof, aber wir basteln eine Lotti-Buchseite, eine Lotti-Fotobuchseite. Das ist das Standset, was ich verwende. Ich glaube, Temu, gar nicht wahr. Müsste ein Globeland-Set sein. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. So, ich habe hier schon was für oben und unten. Es wird, wie gesagt, foodlastig. Da kommen dann zwei Lotti-Bilder zu, wo ihr natürlich das Gesicht wieder nicht seht. I'm pretty sorry, anders geht es nicht. Kleben wir einfach komplett drauf. So. Ja, wird mal wieder Zeit für eine Fotobuchseite. Weihnachten ist nicht mehr so weit weg, es sind nur noch 11 Monate. Und ich habe ja gesagt, ich möchte jeden Monat mindestens eine machen, damit ich eben nicht im Dezember diese ganze Geschenkebastelei habe. Und ja, der Januar geht schon langsam zu Ende, deswegen müssen wir ran. Jetzt habe ich doch alles angemalt, oder? Nee, habe ich nicht. Doch ein kleines Smarty-Kind. Ja, ich muss ran. Habe im Januar jetzt auch nicht übermäßig viel gebastelt. Ich brauchte auch mal so ein bisschen Ruhe und bin auch immer noch nicht komplett zurück im Flow. Aber das wird schon. Das wird schon, Freunde. So, daneben geworfen. Herzlichen Glückwunsch. Du kommst auch dort unten dann hin. Ja, ich muss gleich auf jeden Fall einmal kurz unterbrechen mit euch. Ich habe mir eine Kleinigkeit zu essen gemacht. Ich muss gleich noch arbeiten. Ja. Ja. Ein bisschen Arbeit steht an. Ja, ich habe mir mal die neuesten Bilder von meiner kleinen Lotti-Maus so angeguckt und da habe ich mir gedacht, ja gut, da muss dann mal, sie hat ja eine Küche zu Weihnachten bekommen, da muss dann mal ein Koch-Theme hin, sowohl für Mama und Papa, wie auch für meine Mama, also für Oma. Die kriegen ja die Fotobuchseiten alle, das heißt, das Ganze bastel ich quasi doppelt und ja. Damit keiner traurig ist am Ende. So. Wunderbeste. Haben wir schon mal das Grundgerüst. Das lochen wir jetzt einmal. Schauen wir mal, ob wir das jetzt noch schaffen, bevor ich zur Arbeit muss, weil wie gesagt, ich habe mir gerade eine Kleinigkeit zu essen gemacht. So, das Bild kommt jetzt gleich hier oben hin. Darüber kommt diese Schürze. Genau, das habe ich embossed. Und darüber kommt dann dieses Bild hier unten hin und dann kommen noch so Kleinigkeiten da drum. Diese drei Sachen werde ich jetzt gleich einmal ohne euch kleben, weil das sind wie gesagt die Fotos. Und dann werde ich die Gesichter natürlich wieder verdecken. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Freunde, mir ist gerade was passiert, ich sag's euch. Also, wir haben hier die verdeckten Gesichter der kleinen Lotti-Maus. Wir haben hier noch ganz viel Kleinkram, den wir jetzt kleben müssen. Und ich sag's euch, mir ist gerade was passiert. Also im Normalfall ist es bei mir so, dass ich an den Tagen, wo ich Spätschicht habe, immer um 14 Uhr anfange zu arbeiten. In den letzten Wochen habe ich fast immer an diesen Tagen eine halbe Stunde früher angefangen und in den kommenden Wochen sieht das eigentlich nicht großartig anders aus. Also da ist mal selten was bei, wo ich dann wirklich um 14 Uhr anfange. Diese Woche, however, ist es tatsächlich 14 Uhr. Und ich dachte gerade, die ganze Zeit, mir hängt die Zeit im Nacken completely, obwohl ich heute schon zweimal auf meinen Plan geguckt habe und da drin stand 14 Uhr. Ich bin eiskalt um 13 Uhr losgefahren und dabei muss ich erst um 13.30 Uhr los. Und zum Glück ist mir das direkt bei der ersten Abbiegung, also 20 Meter weiter, in den Sinn geschossen, weil ich nochmal auf die Uhr geguckt habe und mir einfiel, hä? Aber dann bist du ja eine halbe Stunde zu früh da. Ja,
Ja. Gut. Ich bin dann wieder umgedreht, Freunde. Ich bin dann wieder umgedreht. So, ich habe das mit so Silber-Glitzerpapier ausgestanzt und dann habe ich mir den Griff hier unten auch nochmal ausgestanzt, halt in Braun. Und hier, damit das nicht so langweilig aussieht, dieses Nudelholz, machen wir da auch nochmal ein bisschen Farbe dran. Ja, ich verwirre das Kind. Auf jeden Fall bin ich einfach wieder umgedreht und jetzt sitze ich hier und mache nochmal eben das Video fertig. Ich habe mir die ganze Zeit Stress gemacht für nichts. Eiskalt für nichts. So, wir haben hier. So, wir haben den fertig und das Nudelholz fertig. Du bleibst, wie du bist und kannst eigentlich schon mal dahin, wo ich dich für vorgesehen habe. Dann machen wir das doch. Nur der Griff wird mit Kleber vollgemacht und dann wird es hier reingesteckt. Da muss ich jetzt erstmal drunter kommen. Gar nicht so einfach, hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Ich habe es nicht mitgeklebt. Zumindest dachte ich, dass ich das nicht mitgeklebt hätte. So dass man drunter kommt, kommt man auch. Wunderbar. So, Kochlevel. Wunderbest. Dann. Wo ist der Griff? Da ist der Griff. Oh, hier kommt das Gäbelchen hin. Dann können wir auch alles, was wir jetzt in die Hand kriegen, machen wir fertig, würde ich sagen. Machen wir fertig. Ja, beim Embossen zum Beispiel kann ich euch noch nicht mitnehmen, weil. Ich habe hier an meinem Tisch keine Steckdose und mache das an einem anderen Platz und deswegen ist das leider nicht möglich. Das Gäbelchen. So, der Handschuh. Der Topflappen. Das ist ja kein Topflappen, ne? Ach, keine Ahnung. Den machen wir mal hier so hin. Überall ein bisschen. Dann hier der Schaber. Der Teigschaber. Immerhin weiß ich, was das ist. Benutze ich das? Also ich besitze das auch. So ist das nicht, aber benutzen. Nein, ich wollte gar nicht oben den Schaber, aber das ist auch kein Weltuntergang, wenn da jetzt was dran ist. Dafür machen wir mal die mittlere Tasche frei. Ja, jetzt klebt es ohnehin an meinem Finger. Nein, nicht Lotti Maus. Okay, Lotti Maus ist gezeigt. Gedroppt. Eiskalt gedroppt. Jeder bitte rein. Geht nicht tief genug rein. Was macht nichts dann? Guck halt weiter raus. Auch kein Weltuntergang. So. Wir brauchen hier den Griff. Überall Kleber. Klebe ich gleich an meinen Patienten fest. Ich sag's euch. Ich habe heute Vormittag beim Vorbereiten hiervon erstmal Dschungelcamp nebenbei geguckt. Hätte ich jetzt ja noch easy Videos schneiden können in der halben Stunde. Nee, ich muss dann so oder so gleich los. In einer Viertelstunde muss ich dann wirklich los. Ja. Du kommst auf jeden Fall da rein. Das machen wir jetzt erst eben frei. So.
So. So, 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 so. Dann haben wir hier noch das. Die Gabel möchte nicht festkleben. Das Löffelchen. Das kommt über die Gabel. Dann schnappen wir uns das Nudelholz. Ja, Lotti Maus mit ihrer Küche zu Weihnachten. Ich warte immer noch auf meinen Kaffee. Habe ich eine Pizza bestellt? Ich glaube, es war eine Pizza. Habe ich auch erst nach mehrmaligem Beschweren beim Kellner, der sie auch war, erhalten. Erst mussten die Hunde gefüttert werden. Also, ich sag's euch, da im Haushalt werden eiskalt Prioritäten gesetzt. Eiskalt. So, wir brauchen den Kopf davon. Salzstreuer. Und hier auch noch mal für den Pfefferstreuer. So, das heißt, das Messer brauchen wir auch nicht. Dich kann alles weg. So, du kommst hier unten hin. Seid ihr denn schon wieder am Basteln? Seid ihr mit Ostersachen schon beschäftigt? Ich kann mich da noch nicht so ganz durchringen. Ne? So Liebeskram bin ich auch noch nicht dabei. Ich bin aktuell irgendwie so ein Last-Second-Bastler. Ich bastel im Moment einfach wirklich das, was mir gefällt. Und lasse so alles andere ein bisschen aus. Das ist auch genau richtig. Naja. Aber ja, ist ja ein Hobby, was Spaß machen soll. Ne? Ich habe auf jeden Fall eine Patientin, die ist schon ein paar Tage älter. Da werde ich euch das nächste Mal zeigen, was sie mir mitgebracht hat. Die bastelt nämlich auch Karten. Die bastelt ganz viel mit den Sachen von Karin Jittenmeier. Und ja, sie hat mir ein bisschen was mitgebracht, mir auch ein bisschen was gegeben und also ein bisschen was mitgebracht. Sie hat mir drei Karten geschenkt und einmal so Blumen, die man wo draufsetzen kann. Und ich habe mich da riesig drüber gefreut. Sie hat die Karten extra für mich gebastelt. Und ja, nächste Woche wird sie auch mal was von mir bekommen. Das habe ich diese Woche noch nicht geschafft. Nächste Woche bekommt sie dann was. So, ganz fertig bin ich gefühlt aber noch nicht. Ich möchte hier noch auf diese Punkte ein paar Steinchen setzen. Die sind hier total doof abzumachen, aber was man nicht alles will, ne? Und was man dafür so tun muss. Und dann kleben die immer so schön an meinem Finger. Numero 1. Numero 2. Ja, ist halt eine Kette, die man so runter machen könnte hier, aber ich benutze die Steine lieber einzeln. Da habe ich irgendwie mehr von, als das ganze Ding für eine Kette zu verwenden. Also ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Geschenkverpackung mache, dann kann ich mir das gut vorstellen, aber so ohne Geschenkverpackung für so eine Karte oder so, weiß ich nicht. Weil muss schon. Nee.
Nee, auch dann. Also es wäre mir zu viel Bling-Bling, glaube ich. Lieber punktuell einsetzen. Das gefällt mir besser. Ja, die nächsten Bilder liegen auch schon bereit zum Fertigmachen für die Kalenderseite vom Hund. Da muss ich mich auch noch ran. Eine habe ich schon vorbereitet, aber die kann ich euch so auch nicht zeigen, weil ich den Kalender ja nicht hier habe. Von daher, das muss noch ein bisschen warten. Aber ja, so haben wir jetzt erstmal das Seitchen und ich hoffe, euch gefällt es. Bisschen durcheinander. Das Papier ist auf jeden Fall aus diesem Block von Action. Weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Genau. Und ansonsten ist das auch fast alles Papier von Action. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein Abo natürlich auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimbletech. Bye, bye.